Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal ganz kurz mein allererstes selbstgebautes Labornetzteil vorstellen. Das ist aus dem Jahr 1996, zumindest habe ich das da fertiggestellt. Hier in diesem wunderbaren Metallgehäuse. Zwei Kanäle, dann habe ich hier noch einen 24 Volt Wechselspannungsausgang. Was dieser Pin ist, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es keine serielle Schnittstelle. Ist auch noch irgendein Ausgang, ich glaube für einen Lötkolben war das mal gedacht. Hier ist auch nochmal ein Anschluss für einen Motor. Und zwar war da die Idee, dass man dort hier so ein Dremel oder sowas anschließt. Und hier habe ich nochmal einen Anschluss für einen PC, beziehungsweise hier in dem Netzteil ist auch noch ein PC-Netzteil drin, sodass man hier auch nochmal die verschiedenen Spannungen für einen PC rausholen oder rausführen kann. Ich werde mal den Deckel hier abmachen. Ich habe den schon lose geschraubt. So sieht es jetzt also von innen aus und ich will jetzt das mal einfach hochkant stellen und dann zeigen, wie das da so aussieht und was da so drin ist. So sieht das Netzteil also von innen aus. Man sieht, ich habe hier mehrere Trafos eingesetzt, drei Stück. Einmal für die beiden Kanäle hier, für die beiden Ausgänge jeweils. Dann habe ich, wie gesagt, noch hier so diesen 24 Volt Ausgang. Das muss einer von diesen Trafos sein und auch einer von denen muss dann der Trafo hier für die Motorsteuerung sein. Hier auf der rechten Seite sieht man jetzt so ein kleines PC-Netzteil, was ich hier eingebaut habe. Und zwar hatte ich damals gedacht, wenn man mal ja irgendwie ein PC repariert und ein Mainboard so hat, dann ist das einfach lästig, wenn man da immer an dem Rechner rumschrauben muss, sodass ich hier dieses PC-Netzteil eingebaut habe, hier die Steckerleiste ausgeführt habe und dann könnte man dort theoretisch dann mit dem Adapter auch an Mainboard ran. Das habe ich aber, glaube ich, nie gemacht. Das Netzteil hat hier auch drei Schalter. Ich kann also jeweils hier die Sachen einschalten, die man gerade braucht. Und was ich noch verwendet habe, sind diese Anzeigen hier, diese fertigen Module. Die waren eigentlich sehr einfach anzuschließen. Und ja, das war eigentlich so der Gedanke, dass ich das so möglichst einfach wie möglich mache. Ich gehe nochmal jetzt im Detail rein hier. Mit der Kamera zoome ich da einfach mal rein. Man sieht ja von vorne jetzt hier diese LCD-Anzeigen und ich hatte damals das auch so eingebaut, dass ich hier zwischen Spannung und Strom umschalten kann oder mit dem Taster mir den Strom anschauen kann. Also wenn der Taster gedrückt ist, dann zeigt er mir hier den Strom an, der hier gerade rausgeht. Und ich konnte auch Folgendes machen, wenn ich hier auf extern schalte, dann konnte ich hier über diese Buchsen, also die schwarze und die grüne, konnte ich eine externe Spannung hier einspeisen, sodass das hier als Voltmeter fungiert und das auf beiden Seiten. Was das Netzteil hier nicht hat, ist eine Strombegrenzung. Man sieht ja nur hier die Knöpfe für die Spannungseinstellung und so einfach ist es dann eben auch gehalten. Ich habe hier auf der Rückseite von den Displays da mehrere Platinen auch noch verwendet, also hier zwei, da ist auch noch ein Relais drauf, um zwischen Strom und Spannung umzuschalten, also die Anzeige. Dann ist hier noch eine Leiterplatte unten drauf mit dem LM317 und einem 5-Volt-Regler. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür die war, aber ich nehme an, es ist die Versorgung für die hier LC-Module, weil die brauchen eine eigene Versorgung. Dann haben wir hier den großen grauen Trafo, der ist also für die Ausgangsspannung zuständig, mit den beiden großen Siebelkos. Und hier auf dieser Platine, die habe ich steckbar gemacht. Ich würde die mal rausziehen. Das ist praktisch die Regelplatine. Also hier ist eine ganz einfache Schaltung drauf, um eine Spannung, ich glaube, von 0 bis 15 Volt einzustellen, ohne Strombegrenzung. Also es ist eine feste Strombegrenzung, 1 Ampere, glaube ich, drin. Dafür sind hier diese Widerstände da. Aber ich kann die Strombegrenzung nicht einstellen, wie es ja heutzutage üblich ist. Ist also auch linear alles geregelt hier. Das ist kein Schaltregler. Dann haben wir hier die Leistungstransistoren für dieses Doppelnetzteil und wir haben auf der Seite jetzt hier, wie gesagt, einer von den beiden Trafos muss für die Motorsteuerung gewesen sein. Das ist der Leistungstransistor dann für die Motorsteuerung und hier diese Platine, die kann ich auch rausnehmen. Da ist jetzt so ein 723 drauf, auch ein linearer Spannungsregler, der dann für diese Motorsteuerung da ist. Also damit kann ich dann vorne an dieser Einbuchse dort einen Motor ranhängen und dann ansteuern. Ja, was ist noch? Auch nochmal natürlich ein Siebelko hier, ein großer.
Mehr ist eigentlich jetzt hier nicht. Hier ist noch der eine Trafo, also ich denke mal der, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke mal der ist es. Der ist, nee, das ist der hier. Der hier ist für die 24 Volt da, also 2x12 Volt. Die werden ja hier rausgeführt, hier. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, diese 24 Volt waren für einen Lötkolben gedacht. Und dieser Anschluss hier, dieser D-Sub, da sieht man, da ist nichts dran. Ja, also da ist nichts angeschlossen. Ich weiß auch nicht, was ich damals gedacht habe, was ich da anschließe. Hier kann man die Drehzahl einstellen für den Motor. Hier ist der Hauptschalter für die Motorsteuerung und hier ist eben der Hauptschalter für das PC-Netzteil, was sich ja hier befindet. Ich glaube, das ist irgendwie so ein 100 oder 120 Watt Netzteil, die es damals gab. Relativ kompakt und klein. Und sodass ich damals eigentlich doch ein ganz gutes Netzteil hier hatte. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde hier die Module wieder reinstecken und das Gerät mal anschalten. Das Stromkabel ist nun dran und jetzt schalte ich einfach mal hier das Netzteil ein, das Doppelnetzteil. Jetzt sieht man hier, ich habe hier irgendwie 11 Volt eingestellt. Gut, 10,8 zeigt er an, ist ein bisschen ungenau, aber spielt jetzt erstmal keine Rolle. Hier zeigt er dann eben 9,28 an und gemessen haben wir dann 9 Volt. Also nicht ganz genau die Anzeige, müsste man eventuell nochmal ein bisschen abgleichen. Aber interessant ist jetzt der Punkt, das hatte ich ja gesagt, mit extern. Also mit extern, wenn ich jetzt hier umschalte, dann sieht man die Leuchtdiode hier leuchtet. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Spannung messen zu Ground. Und ich messe jetzt einfach mal hier diese 9 Volt, die ja hier aus dem Netzteil rauskommen, messe ich einfach mal hier an diesem Multimeter. Oder an diesem Voltmeter besser gesagt. Man sieht also, hier sind jetzt 9,15, die er anzeigt. Wenn ich jetzt hier drehe, passiert nichts. Ganz klar, weil er stellt ja nur die Ausgangsspannung hier ein. Aber wenn ich jetzt hier drehe, dann zeigt er mir eben auch hier die Spannung entsprechend an, die ich hier einspeise. Ich kann also diese beiden als Voltmeter auch verwenden. Ich drehe mal hoch, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch es geht. Ich glaube bis 15 Volt, ja bis 16 Volt ungefähr. Mehr ist also hier bei diesem Netzteil nicht drin. Jetzt werde ich mal mit dem Multimeter hier auf der linken Seite die Wechselspannung messen, die jetzt hier eigentlich rauskommen müsste, die 24 Volt, ist eigentlich nur ein Trafo, also es müsste eigentlich noch in Ordnung sein. Ich denke mal nicht, dass da jetzt das dann Probleme gibt oder so. Und dazu kann ich das hier ausmachen und hier anmachen, weil dann habe ich hier die Wechselspannung, die er dort ausgibt und man sieht, er hat jetzt also hier 18,20 Volt. Leerlaufspannung ist es allerdings natürlich. Also der Trafo ist auch in Ordnung. Den Motor kann ich jetzt nicht testen. Ich habe keinen Motor da, also hier müsste auch eine Gleichspannung rauskommen. Ich habe aber auch keinen Stecker hier für diese Buchse. Den Motor kann ich auch in Links-Rechts-Drehung machen und natürlich hier in der Geschwindigkeit dann einstellen. Wenn jetzt nicht das gerade komplett kaputt ist, wovon ich auch nicht ausgehe, dann müsste das auch noch funktionieren. Und das PC-Netzteil, da weiß ich jetzt nicht, wo da welche Ausgänge, welche Spannungen liefern. Ja, das war mal hier einfach mal so eine kurze Vorstellung eines uralten Labornetzteils, was ich gebaut habe. Cool, das ist live. Da ging gerade was hoch, das finde ich echt cool. Magic Smoke und jetzt muss ich leider erstmal ausmachen hier. Ich weiß jetzt nicht, was genau da abgeraucht ist, aber, oh, jetzt muss ich erstmal Fenster aufmachen, das stinkt wie Hölle. Ich mache dann erstmal Schluss, ja, und wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss. Hier doch nochmal ein kurzer Nachtrag. Zu dem, was hier aufgeraucht ist, es war ja so, das Gerät war ausgeschaltet, also vorne die Schalter waren alle aus und es qualmt die hinten irgendwo, deswegen habe ich jetzt hier mal diese Rückplatte abgeschraubt. Ich muss die hier noch weiter abschrauben, damit ich die mal abmachen kann, weil ich gerne mal gucken will, was da nun aufgeraucht ist. Also von hier oben, also von hier praktisch sehe ich nichts, deswegen werde ich die mal jetzt abmachen und umdrehen, die Platte. Ich hoffe, dass es geht. Und
Jetzt muss ich erstmal nochmal die Kamera versetzen. Moment. Also hier sieht man jetzt hier dieser Eingangsfilter, den hat es zerbröselt. Man sieht hier irgendwie so ein klebriges Zeug, was hier rauskommt. Also da hat es gequalmt, es riecht auch noch sehr stark. Also der ist kaputt. Ich werde den jetzt aber natürlich nicht ersetzen, das Gerät kommt hier irgendwie ins Museum bei mir und da mache ich jetzt nichts weiter, weil ich es auch gar nicht mehr verwende. Ja, das war es hier wieder mal, so was Nostalgisches, und weiterhin viel Spaß und tschüss.